Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Günni hier auf der Citadel mit unserem kleinen Trüppchen. Und wir wollen ja zu der Ärztin in den Nebenstraßen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil da unter Umständen, zu den unteren Märkten, jemand ist, der uns helfen kann, den wir auch unter Umständen schon mal getroffen haben tatsächlich. Nämlich Garrus. Ich muss jetzt nur mal gucken, wo denn hier diese Nebenstraßen sind, die besagen. Das ist hier. Sind für mich auch keine Straßen, das sind fast schon eher Räume, aber an sich hätte ich fast gesagt. Oh, guck mal. Aber den haben wir schon gescannt. Das wird immer wieder lustig jetzt natürlich mit den Aufnahmepausen. Ob ich die schon gescannt habe oder nicht. Okay, wo sind die Nebenstraßen, die mir gesagt wurden? Weil okay, hier ist einiges am Start. Da gehen wir. Ich gehe hier vorsichtshalber erstmal noch nicht rein, weil das ist mir, glaube ich, echt mal ein bisschen zu viel. Warte mal, wir haben da sowas wie ein Questlog, ne? Hier. Tag entsprechen und dann hier. Garrus hält sich in der Krankenstation in den oberen Bezirken auf, wo er ein Hinweis auf Sachen nachgeht. Dann gehen wir doch mal in die oberen Bezirke. Ja, aber wohl hier zum Präsidium bringt ja auch nicht viel, ne? Oder ist das dann doch hier? C-Sicherheitsakademie. Dann war hier Shepard? Ins Flux. Hallo, Commander Shepard? Oh, Tag auch. Mein Name ist Emily Wong. Ich stelle journalistische Nachforschungen hier auf der Zitadelle an. Hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Was brauchen Sie? Ich suche nach Beweisen für Korruption und organisiertes Verbrechen auf der Zitadelle. Aber zu einigen Bereichen habe ich keinen Zugang. Ja, da kann ich, glaube ich, auch nicht helfen. Ich hatte gehofft, dass Sie mir vielleicht Informationen überlassen können, die Sie auf Ihrer Untersuchung herausfinden. Ich würde mich erkenntlich erweisen. Woher wissen Sie, dass ich eine Untersuchung hier auf der Zitadelle leite? Ja. Ich bin eine gute Journalistin, Commander. So etwas bekomme ich mit. Vielleicht bist du aber auch einfach nur ein, hier, Shadowbroker-Freund. Ich weiß nicht, ich kann schon nicht mehr reden. Es ist zum Kotzen. Da. Sie haben doch viel bessere Quellen. Warum sprechen Sie mich an? Ich habe viele Quellen, aber ich spüre, dass Sie eine wichtige Kontaktperson sind. Ich habe Ihre Akte gelesen. Wenn jemand die Korruption hier aufdecken kann, dann die Heldenfigur des skylianischen Angriffs. Danke. Keine Versprechen. Aber wenn ich etwas mit Bezug auf Ihre Story finde, melde ich mich. Danke, Commander. Sie werden es nicht bereuen. Hat das Schmeicheln von Ihrer Seite auf jeden Fall geholfen. Ja gut, mal gucken. Vielleicht gebe ich ein Interview, je nachdem, wie mir das da ist. So, ich gehe mal hier durch die Tür. Da oben ist nämlich ins Flux. Also da geht's nach oben. Es könnten unter Umständen die oberen Bereiche sein. Wenn da jemand was kompensieren muss, ist es wahrscheinlich der Fluxkompensator. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Naja, geht morgen ich raus. Weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich. Einmal schön den Konrad Werner. Schön. Ich meine, alle, die ich anvisieren kann und die einen Namen haben, sind wahrscheinlich wichtig. Ich glaube, damit können wir schon mal arbeiten, ne? Alles, was irgendwie anvisierbar ist und nicht einfach nur irgendeinen Quatsch sagt, ist, glaube ich, ein NPC, den ich auch anquatschen kann. Ähnlich wie bei Emily Wong. So, Türsteuerung öffnen. Ab in die oberen Bezirke, würde ich sagen. Ich hoffe zumindest, dass ich mal irgendwie in die oberen Bezirke komme. Hier ist nur so ein Transrapid. Monorail. Okay, hier ist oben aber keine Bezirke. Wem Sie das erzählen? Was? Jeder weiß, dass Fist mit den Kriminellen unter einer Decke steckt. Vielleicht. Aber ich würde das nicht. Kann ich tanzen? Es sei denn, du willst auf seine schwarze Liste. Ja. Schade, nee, ich kann einfach nur gruselig da stehen. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Ich weiß, ich weiß. Ich werde versuchen, ihr ein wenig von... Niedrig Einsatz, hoher Einsatz, Corsair. Das ist ein Casino? Seien Sie vorsichtig. Corsair, 20 Credit-Spiele. Kommen Sie so nah wie möglich an 20 heran, ohne darüber hinwegzuschießen. Auszahlung 14 oder weniger 0, 5, 4, 4, 40, 0. Okay. Ist das Blackjack oder was?
Okay, bis 20. Das heißt, ich könnte jetzt nochmal auf Risiko spielen. Na komm. Kacke. Okay, ich verstehe es. Es ist Blackjack nur mit bis zu 20 halt. Hab's verstanden. Vielleicht werden wir das irgendwann nochmal machen, aber ich muss erstmal nochmal einen Keeper stören. Oh, sowas ist gefährlich. Glücksspielen, Videospielen. Obwohl, es ist kein Poker. Poker ist da dann doch nochmal eine ganz andere Nummer. Und solange es nur um virtuelle Kohle geht, ist das auch völlig vertretbar, glaube ich. Ich könnte, also wenn wir irgendwann mal Red Dead Redemption, glaube ich, im Let's Play haben sollten, und wenn es nur über den Stream ist, wird da wahrscheinlich nicht viel passieren. Also ich glaube, das Flux ist ein Casino. Zur Klinik. Er sagt das doch. Ich habe nur die C-Sicherheit gesehen. Zur Klinik passt doch viel mehr. Da haben wir auch noch ein Ausrufezeichen. Du zur Klinik öffnen. Ich hab's niemandem gesagt, oh. Das schwöre ich. Das war klug, Doc. Machen Sie keine Dummheiten, wenn Garrus kommt. Halten Sie den Mund und wer sind Sie? Lassen Sie sie gehen. Halten Sie den Mund und wer sind Sie? Garrus ist schon eine geile Sau, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Okay. Aber jetzt. Ich muss das mit den Granaten noch üben. Warte mal, kann ich irgendwie was? Batterie, Data, Sabotage, Überlastung. Overkill. Habe freien Schuss. Ziel am Boden. Ich kann keinen sauberen Schuss. Das dürft's gewesen sein, oder? Ist sicher. Guck einmal hier nochmal, Feuereindämmungssystem, kann sein, dass ich da drauf schießen könnte. Oh. Entschuldigung. Eigentlich wollte ich die Waffe wegstecken. Perfektes Timing, Shepard. Ich hatte eine freie Schussbahn. Schön, dass ich helfen konnte. Dr. Michel, sind Sie verletzt? Nein, ich bin in Ordnung. Dank Ihnen. Ihnen allen. Wir können Sie beschützen. Ja. Warum haben Sie sie bedroht? Für wen arbeiten Sie? Sie arbeiten für Fist. Sie wollen, dass ich den Mund halte und Garrus nichts von der Quarianerin erfährt. What? Welche Quarianerin? Vor einigen Tagen kam eine Quarianerin in mein Büro. Sie hatte eine Schusswunde, wollte aber nicht sagen, wer es war. Sie hatte große Angst und schien auf der Flucht zu sein. Sie fragte nach dem Shadow Broker. Für einen Unterschlupf wollte sie Informationen preisgeben. Okay. Und dann? Und dann? Ich habe den Kontakt zu Fist hergestellt. Er ist ein Agent des Shadow Brokers. Nicht mehr. Jetzt arbeitet er für Saren. Das gefällt dem Shadow Broker gar nicht. Fist hat den Shadow Broker betrogen? Das ist dumm. Selbst für ihn. Saren muss ihm ein gutes Angebot gemacht haben. Die Quarianerin muss etwas haben, das Saren will. Etwas, wegen dem er sich mit dem Shadow Broker anlegen würde. Okay. Sie muss einen Beweis dafür haben, dass er ein Verräter ist. Hat die Quarianerin etwas über Saren gesagt? Oder die geht? Das hat sie. Die Informationen, die sie anzubieten hatte, hatten etwas mit den Geth zu tun. Ja dann. Sie muss Saren mit den Geth in Verbindung bringen können. Geht doch. Das kann der Rat nicht ignorieren. Wisst ihr, wir müssen sie finden. Suchen wir also Fist. Das ist ihre Show, Shepard. Aber ich will Sarens Untergang ebenso wie sie. Ich komme mit ihnen. Nice. Willkommen an Bord, Garrus. Auf jeden Fall. Sie sind nicht die Einzigen, die hinter Fist her sind. Der Shadow Broker hat einen korganischen Kopfgeldjäger namens Rex auf ihn angesetzt. Ja, wir haben ihn in der Bar gesehen. Ein Kroganer könnte uns nützen. Zuletzt soll er in der Zitadell-Sicherheitsakademie gewesen sein. Was macht er da? Fist hat ihn beschuldigt, ihm gedroht zu haben. Daher unterhielten wir uns mit Rex. Wenn Sie sich beeilen, können Sie ihn noch in der Akademie erwischen. Ja, dann gehen wir doch mal nochmal Rex holen. So, dann nehmen wir mal... Nee, warte mal. Da Ashley und Garrus mit. Nur die Frage, warte mal. Jawohl, eine Biotika. Naja, Kampfstärke ist schon in Ordnung. Jupp. Gut, dann wollen wir mal. Also wir haben immer eine Dreierparty. Und wir haben Garrus dabei, das freut mich sehr. Also Garrus ist auf jeden Fall schon noch sehr schick. Ansicht des Nebels. Schön. Okay, einmal übers Fenster gucken. Okay, aber in die Sicherheitsakademie. Ich weiß auch nicht, ich kann, glaube ich, in den Gebäuden nicht sprinten, ne? Mach dir nichts vor. Es ist
Woher willst du das wissen? Ja. Ich habe eine Besichtigung. So ein bisschen was mithören hier. Officer Lang. Oh, erstmal einen Keeper stören. Gibt gute EP. Apropos EP, warte mal. Ich kriege das ja nie mit, ob ich jetzt mal aufgestiegen bin oder nicht. Deswegen einmal hier gucken. Ich bin aufgestiegen. Einmal nochmal ein bisschen schmeicheln, Infiltrator und ein bisschen mehr auf Elektronik und dechiffrieren. Ja, und die Pistole hoch. Pistole ist irgendwie so mein Go-To, wenn es jetzt nicht unbedingt um die Snipe geht. Aber ich müsste eigentlich anstatt mit der Snipe auch ein bisschen mehr mit dem Sturmgewehr mal arbeiten, ne? Wenn ich das schon als Skill habe. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Also, ihr guckt ja dann hier. Hat sich außergerichtlich mit einer Kroganer-Gruppe geeinigt, die das Genetikunternehmen des Betrugs bezichtigt hat. Die Kroganer hatten Binhex damit beauftragt, Studien durchzuführen, um ihre genetische Sterilisation auf lange Sicht heilen zu können. Später klagte die Gruppe auf die Rückzahlung ihres Geldes, als die Studie keine verwendbaren Ergebnisse hervorbrachte. Ach stimmt, das ist ja so ein Sideplot, ne, mit den Kroganern. Dass das Volk irgendwie um irgendwie so eine Überpopulation komplett sterilisiert wurde. Was vielleicht nicht die beste Nummer ist, aber gut. Da ist Rex. Was war mit Ashley los? Zeugen haben ihre Drohungen in Fists Bar gesehen. Halten Sie sich fern. Sie schreiben mir nichts vor. Das ist Ihre einzige Warnung. Warnen Sie Fist, ich bring ihn um. Alles klar, Sergeant Johnson. Soll ich Sie verhaften? Ich will, dass Sie es versuchen. Ich mag Rex. Nur weiter. Raus hier. Kenne ich Sie? Ich heiße Shepard. Ich suche Fist. Dachte, Sie wollten vielleicht mit. Shepard? Commander Shepard? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Wir sind beide Kämpfer, Shepard. Ich gebe Ihnen respekthalber genügend Warnung. Ich bringe Fist um. Fist weiß, dass Sie kommen. Gemeinsam haben wir bessere Karten. Mein Volk hat ein Sprichwort. Finde den Feind deines Feindes und du findest einen Freund. Ja, das macht Sinn. Sie kommen also in mein Team, Rex. Gehen wir. Fist soll nicht warten. Klingt gut. So, dann nehme ich die beiden Kollegen mal mit. Kampfsteck. Jetzt haben wir nämlich alles einfach mit drin. Dann nehmen wir die beiden und ab nach oben. Fist soll nicht warten, hat er gesagt. Also werden wir auf jeden Fall mal Fist suchen. Wo immer er sein soll. Okay. Schließen Sie bitte einen Controller an. Ist ja nicht so, als wäre einer dran. Ich bin mal gleich wieder da. So, beim Akku kann ich dann aber nichts machen. Ich habe schon gedacht immer so, was, eine Ladepause mitnehmen? Was soll das? Reklamation, aber war der Akku. So. Wollen wir mal nach oben. Wir wollen ja Fist finden. Wo auch immer Fist ist. Warte mal, ich wollte... Oh, vielleicht sollte ich mitten im Sicherheitsrad keine Waffe ziehen. Rex, Schuld beweisen. Fist, ein Gangsterboss, der sich meist in Cora's Nest in den unteren Bezirken herumtreibt. Ah, okay, ich habe hier einfach gar nichts zu suchen. Ich könnte zwar ein bisschen... Oh, ich könnte ein bisschen hacken und einen Keeper stören. Aber... Und ein bisschen was klauen. Funktioniert. Nein, der funktioniert nicht. Einfach ganz viele Codex-Einträge und EP-Farm. Das heißt, ich muss wieder zu den unteren Bezirken. Ich muss zu Cora's Nest. Hier habe ich also gar nichts zu suchen. Ich kann jetzt zwar einige Leute auf der Citadel noch ansprechen. Werde ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, auch tun. Aber aktuell geht es um den Fall. Im Moment fühlt es sich auch noch ein bisschen so an, als wäre das alles so ein bisschen Prolog noch. Ich gucke jetzt übrigens, hier sind zwar Fahrstühle. Wo geht denn der hier lang? Fahrstuhl zur Andockbucht? Ne, brauche ich nicht. Ich hätte zwar wieder Bock zum Präsidium. Ne, das ist beides falsch. Ich gehe mal zu dem anderen nochmal hin. Vielleicht ist das so ein Citadel Rapid Station, damit ich nochmal so ein bisschen schneller hier mich durchbewegen kann. Nein, ist es nicht. Ist nur noch ein Lift. Zu den Wards. Ja, komm. Ich bin erstaunt, dass Sie bereit sind, Ihre eigenen Leute zu töten, Rex. Stehen die Kroganer nicht kurz vor dem Aussterben? Sie verstehen das nicht. Trotz all des Geredes über Ehre und Stolz mussten die Turianer ihre Prinzipien doch noch nie im Kampf auf die Probe stellen.
Jeder, der gegen uns kämpft, ist entweder dumm oder steht in Sarens Diensten. Letztere zu töten gehört zum Geschäft. Erstere zu töten ist eine Gunst des Universums. Okay. Also die genaue Geschichte von den Kroganern kenne ich nicht, aber ich hatte so ein bisschen was von diesem Zeitplot im Kopf. Ja, da werden wir nochmal drauf kommen. So, Sicherheitsakademie, habe ich den schon gestört? Ja, das war der aus dem Hangar öffentliches Extranet-Terminal. Ich bin jetzt bei den Wards. Wo ging es jetzt von hier aus nochmal? So, Präsidium. Hier ist, ne, da ist ins Flux. C-Klinik zu den Märkten, Chorus Nest da. Finde ich auch immer ganz geil, dass so ein Hinterstübchen wie Chorus Nest tatsächlich einen eigenen Punkt hat, ne? So, hier geht's zum Präsidium, zu den offiziellen Räten, zu all den Schickimicki-Gegenden und zu der schlechtesten Bar in ganz Citadel. So, muss ich wahrscheinlich runter, aber. Ist das wirklich? Wow, Sie sind es! Ein Fan? Sie sind Commander Shepard, der Held von Eden Prime. Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Ja, guten Tag. Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Na, geht. Also, ist in Ordnung. Möglich, lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, am Leben zu bleiben und den Kolonisten zu helfen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Ja. Mein erster Fan. Bitte sehr. Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Meine Frau wird sowas von beeindruckt sein. Dann lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Aber wenn Sie mal wieder auf die Erde kommen, würde ich Ihnen gern einen ausgeben. Danke nochmals. Jo, kein Thema. Ich werde mir das auf jeden Fall merken. Wenn ich irgendwann auf der Erde bin, werde ich ihn auf jeden Fall darauf ansprechen. Warte mal, nee. Auf der anderen Seite dann, oder? Da ist Chorus Nest, okay. Also von da aus dann zum Beast in sein Hinterzimmer wahrscheinlich. Also der hier Rex haben wir ja zum ersten Mal auch in Chorus Nest gesehen. Fist weiß, dass wir kommen. Ja gut, in dem Fall wollte ich gerade sagen. Klare Sicht zum Ziel. Ich kann nicht anvisieren. Was habt ihr denn so für Biotikzeug? Okay, Rex hat einfach gar nichts. Achtung, Beschuss! Sabotage habe ich doch auch, ne? Schütze ist geil. Da wird wahrscheinlich der Schaden nochmal so ein bisschen erhöht durch. Oh. Stehen bleiben, kommen Sie nicht näher. Lagerarbeiter. Die echten Wachen müssen tot sein. Zurück oder wir schießen. Dies wäre ein guter Zeitpunkt, sich einen neuen Job zu suchen. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Ich habe Fist sowieso nie gemocht. Hier ist jetzt mein neuer Liebling. Sie einfach umzubringen. Leute zu erschießen ist nicht immer die beste Lösung. Ich hab ihn eh nie gemocht. Liebe ich schon sehr gern. Also das mag ich. Einmal kurz gucken, vielleicht kriegen wir nochmal eine neue Waffe, bevor wir reingehen. Los, los, los! Überlastung. Sabotage. Töten Sie mich nicht! Ich gebe auf!
Wo ist die Quarianerin? Sie ist nicht hier. Ich weiß nicht, wo sie ist. Das ist die Wahrheit. Er nutzt Ihnen jetzt nichts mehr. Lassen Sie mich ihn töten. Na, er weiß noch mehr. Warten Sie! Ich weiß nicht, wo die Quarianerin ist, aber ich weiß, wie Sie sie finden können. Mhm. Die Quarianerin ist nicht hier. Sie sagte, sie redet nur mit dem Shadow Broker persönlich. Von Angesicht zu Angesicht? Unmöglich. Selbst ich wurde von einem Agenten angeworben. Den Shadow Broker kann man nicht treffen. Niemals. Selbst ich kenne seine wahre Identität nicht. Aber das wusste sie nicht. Ich sagte ihr, ich arrangiere ein Treffen. Aber wenn sie auftaucht, werden Sarens Männer auf sie warten. Okay, wo? Nennen Sie den Ort, sofort. Hier in den Bezirken, in der dunklen Gasse am Markt. Sie müsste sich jetzt mit ihnen dort treffen. Sie sollten sich beeilen. Nun. Was? Er hat's angekündigt. Sie? Ich soll ihn für den Shadow Broker töten. Und ich erledige meine Jobs. Ich habe ihr das Sagen, wenn Sie sowas nochmal machen. Er war der Einzige, den ich noch hatte. Gibt es keine dringenderen Angelegenheiten, um die wir uns kümmern müssen? Na? Die Quarianerin stirbt, wenn wir jetzt nicht gehen. Okay, dann müssen wir schnell machen. Aber wir haben mindestens noch einen Tag Zeit. Meine Lieben, ich weiß, es ist jetzt gerade Actionmusik und es ist ein übler Cliffhanger, aber es tut mir leid. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Deswegen beeile ich mich auch mit der Abmaut. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Und wir sehen uns morgen dann mit ein bisschen Action. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.